Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute Donnerstag, den 11. morgens 6:30 und wir haben 0 Grad. Der Himmel sieht aber schön aus. Mal gucken, was das heute alles so wird. So, jetzt seht ihr mich auch mal. Wir haben mittlerweile 1:15. Der Udo holt gerade die Kleine ab. Ich bin gleich dran mit Lenny abholen. Wie das so ist, wenn die Kinder sich was wünschen, dann macht man das auch. Ja, wir haben heute Morgen noch gefrühstückt, Udo und ich. Danach haben wir, also ich habe ganz früh morgens hier aufgeräumt, schon soweit alles. Dann haben wir gefrühstückt und dann bin ich an meinen Nageltisch gegangen. So sehen meine Nägel jetzt aus. Ich weiß nicht perfekt, aber ich finde sie schön. Ich hoffe, der kennt man. Das ist so ostermäßig. Da ist ein Osterei, da ist Wiese und ein Schmetterling. Da ist ein gemaltes Ei mit Schmetterling, aber der Schmetterling ist gestempelt. Und Wiese. Ja, und hier am Daumen, der ist anders geformt, eine Blume dran und auch ein Schmetterling. Das sind allerdings Stempel und Sticker. Ja, so sieht die rechte Hand aus und ich bin jetzt vor einer halben Stunde fertig geworden. Also ich habe jetzt gut, jetzt muss ich mal überlegen, 3 Stunden dran gehangen. Ja, denn da sind einige Dinge, wie hier der Stempel, beziehungsweise hier der Schmetterling, ist der eine Stempel gewesen, wo man doppelt stempelt, also erst Farbe und dann die schwarze Umrandung drauf. Das hat sehr gut geklappt und ja, ich habe dann erstmal mit so, wie heißen die, Kaviarperlen gearbeitet. Habe ich vorher auch noch nie gemacht. Also da sind jetzt so einige Dinge bei, ja, die ich zum ersten Mal gemacht habe und ja, das dauert nun mal. Ich habe ja heute Morgen Zeit gehabt, also von daher hat mich keiner gejagt. Die Hand sieht immer noch so aus. Mal gucken, wann die drankommt. Ich denke mal, ich weiß es nicht, ich werde die Hand mitfilmen, abwarten, ich kann nichts versprechen. Ja, auf jeden Fall, das ist mein Morgen. Was es jetzt zum Mittagessen gibt, weiß ich nicht. Salat habe ich schon mal fertig gemacht, weil den hatten wir noch im Kühlschrank. Kopfsalat und ja, lassen wir uns gleich mal überraschen. Und meine Nase ist schon wieder dicht, ich finde das wunderbar. Ja, dann haben wir gerade mal so einen Wetterbericht so in den nächsten Tagen und Wochen geguckt. Jetzt zum Wochenende Höchsttemperatur 8 Grad, ne 6 Grad. Ja, aber ab nächster Woche soll das richtig schön warm werden. Der höchste ist glaube ich 18 Grad und nach Ostern sogar um die 23. Ich bin gespannt, das wäre ja schön, weil ab Montag sind bei uns Ferien und das wäre ja schön, wenn die Kinder schönes Wetter hätten. Dann könnten die ja draußen rumzockeln und man kann schöne Unternehmungen machen. Ich meine, bei Regen kann man auch was machen, aber eben nicht so viel wie sonst. Das wollte ich damit gesagt haben, genau. Und außerdem wäre das ja blöd, wenn der Osterhase nass werden würde, denn dann hat er ja auch keinen Spaß, ne? Genau, genau. Die Sonne scheint, es ist aber popokalt. Ich glaube, wir haben mittlerweile 12 Grad. Heute Morgen hatten wir ja 0. Wir mussten Gott sei Dank keine Scheiben kratzen. Das ging anderen aus der Schule anders. Die kamen ungefähr 10 Minuten später als sonst, weil sie genauso überrascht worden sind wie ich. Wenn man halt nicht in eine Wetterkarte guckt, dann weiß man halt nicht, ne? Ach ja, ist alles easy. Genau, mal gucken, was heute noch so ansteht. Geplant ist nichts, aber spontan ist am besten. Aber es kann auch chillig sein. Wir lassen uns überraschen. Und wenn, werdet ihr es sehen. Ich sagte gerade zum Udo hier, am Tisch soll er keine Kartoffeln schälen, weil der Junge hier Hausaufgaben macht. Mein kleiner Bettler, guck mich mal an, brauchst du einen Euro? Siehst du die Hose? Die hat die immer noch nicht gewaschen, seit 6 Wochen. Du erzählst einen Scheiß. Ehrlich. Guck mal, wie der da sitzt und die Kartoffeln schält. Ja, man muss nur Fantasie. 6 Wochen. Ja, mein Junge. Möchtest du jetzt eine gesponsert kriegen oder was? Oder soll ich die waschen? Ich mach das selber. Ja, die stellst du doch abends in meine Ecke und springst morgens wieder rein, oder? Nee, das habe ich schon mit den Strumpf gemacht und die sind gestern zerbrochen. Ich
Hallo meine Lieben, wir haben heute, was haben wir heute? Freitag den 12. genau. 8:45 und ich habe mich gestern gar nicht mehr gemeldet. Hat einen Grund. Mittags, was hast du gesagt? Der Udo, der labert wieder Blödsinn. Ich glaube, dem bekommt der Urlaub nicht. Übrigens, Udo, die erste Woche ist um. Ich wasche jetzt meine Sachen, ja. Wäsch dir jetzt deine Hose? Ja. Ich habe ihn dazu gekriegt. Ja, wir waren gestern noch spontan Fahrrad gefahren. Der Udo ist mit dem Ose gefahren, eine große Runde. Und ich habe die Ulige mitgehabt. Sie wollte unbedingt Fahrrad fahren. Und wir sind gefühlt, also wir sind noch nicht mal die Runde gefahren, die wir fahren wollten. Die Hälfte ist sie gelaufen. Ich meine, war auch mal schön, haben wir mal Dinge gesehen. Und ja, als wir dann abends nach Hause, oder ja, das war ja schon abends, ich glaube, wir waren um 4 los. Wann waren wir zu Hause? 6? Ja. Ja, wir waren schon um 5. Ja, ihr wart schon um 5 zu Hause. Ja, um 6 waren wir zu Hause. Dann haben wir nur Abendbrot gegessen. Ja, dann gingen ja die Kinder später ins Bett. Und dann bin ich runter an meinen Nageltisch. Der Udo wischt wirklich seine Buchse. Ja. So, wie es sich gehört. Ich mach alles selber hier. Ah, der Rest mache ich. Auf jeden Fall, dann bin ich dann runter an meinen Nageltisch und habe genagelt, mir die Fingernägel gemacht. Ich habe auch die Kamera mitlaufen lassen. Ich hoffe, es ist was geworden. Werdet ihr sehen, wenn ihr irgendwann das Video seht oder eben nicht. Ja, und das hat dann, glaube ich, war um 8, kurz vor 8 unten. Hab dann erstmal alles zusammengelegt und gemacht und getan und um 20 vor 11 war ich dann fertig. Aber wie gesagt, das Häschen und die Eier sind selbst gemalt. Bitte was? Die hat eine Katze drauf gemacht, wie in der Ochse. Ja, die ist auch vom Stuhl gefallen. Ja, richtig so. Nee. Das ist mein Stuhl. Hummel und Udo kämpfen ist immer. Kaputt, der Stuhl. Oh, Hummel und Udo kämpfen immer um selben Platz. So ist das. Jetzt sind die Kinder nicht da. Jetzt stänkert der mit dem Hund. Ich glaube, dem muss ich noch mal ein bisschen Arbeit aufsetzen. Ja, dann ist gestern noch der zweite Zahn bei Emma gefallen. Beziehungsweise der war schon ordentlich locker. Und dann haben wir hier auf dem Sofa gekeilt und dann haut die mir volle Kanne vom Ellbogen. Ich bin lieb gewesen. Die ist bestimmt gar nicht, die haben Wrestling gemacht, die ist auf die drauf gesprungen. Ist klar. Und dann hat sie gefühlt, dann war der ja fast raus, wie auch immer. Nee, übertrieben ist er, der war schon noch, wie sagt man das, fest, aber eben locker. Und dann rodelt sie dann rum und sie wollte ihn weghaben, das stört ja auch und... Ja, dann hat der Udo den rausgerissen. Ganz zart. Ganz zart, dafür hat die aber geschrien. Und beim Lenny war das so früher, wenn dem Zahn rausgefallen ist oder wir den auch rausgemacht haben, der war ruhig, der hat nichts gesagt eigentlich. Der hat vielleicht mal gequiekt einmal. Aber die Emma, als der erste Zahn raus war, klar, das ist ja ein blödes Gefühl, ist auf einmal ein Loch da, eine Lücke. Da hat die bestimmt eine Stunde geschrien, ne? Und immer wieder angefangen. Immer wenn die sich beruhigt hat und mit der Zunge dagegen kam, hat die wieder angefangen. Ja, gestern bei dem Zahn war das auch, aber ich glaube, da ging nur eine halbe Stunde. Aber mein Gott, heute ist sie ganz cool, ne? Da sagt sie, Mama, guck mal. Und ich sage, ja, guck mal, da kommt das neue Zähnchen, braucht er Platz. Ja, und die Kindergärtnerin sagte, weil da ihre Freundin dabei stand, ihr fehlen auch schon ein paar Zähne. Das sind alte Omas, die gehen jetzt bald in die Schule. Ja, ich meine, ist ja auch so, ne? Die Zeit, die rennt. Und ich sehe gerade, mein Männe zieht sich an. Ich glaube, wir fahren mal einkaufen. Oder? Nee, ich will mein Geld verprassen. Ja, natürlich. Wie mache ich das? Wartet, musst du zeigen. Wartet. So, Udo hat eine frische Hose an, damit ihr das seht. Ein frisch gewaschener Pulli, den ich gewaschen habe. Und, wie verprasse ich dein Geld? Ja, wenn ich nichts schnell kann, aber das, ne? Wir haben mittlerweile, habt ihr gemerkt, Schwindel. Nee, kurz nach 3, also kurz nach 15 Uhr.
Udo und ich, wir waren heute Morgen, nachdem wir die Kinder weggebracht haben, oder ich die Kinder weggebracht habe, waren wir ja einkaufen gefahren und dann hatten sie da auch noch einen Klamottenladen. Da habe ich zuschlagen dürfen. Genau, und da habe ich mir zwei neue Hosen geholt und zwei für den Garten, so Schlabberdinger da. Und Udo hat sich auch ein T-Shirt und ein Hemd und eine kurze Hose mitgenommen. Ja, und dann haben wir am Rückweg direkt die Kinder abgeholt. Da musste ich fahren. Ich und Udos Auto fahren. Man muss den Unterschied so machen. Ich fahre eine Schnecke und er ein Jaguar, ein Rentier. Das Auto tippst du einmal nur an und dann zischt das schon ab. Ich bin dann immer jemand, der sagt, nee. Und eigentlich würde ich ja gerne, und der Udo hat aber wieder so, dass ihm die Hand einschläft, alles sagt, da fahr du mal, ich habe keine Lust. Ich sage, ja, das sagst du nur so. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt, ey, zu genial. Also du gehst hin, tippst da drauf, bist du schon bei 60 so ungefähr. Bei meiner Möhre, Schätzchen, ich lieb dich, geh bloß nicht kaputt, ist das, da trittst du rein und dann dauert das erstmal, ne? Ja, ist schon nicht schlecht gewesen. Also das war schon mal schön. Ja, dann haben wir die Kinder abgeholt nach Hause. Dann habe ich erstmal hier aufgeräumt, die Sachen weggeräumt, Taschen eingeräumt. Also verstaut, Kühlschrank macht der Udo ja mal, weil der da ein besseres Ordnungssystem hat als ich. Also meine Stapelei gefällt ihm nicht immer. Ich so, dann mach du das. Ja, und jetzt habe ich aufgeräumt, muss noch einmal durchsaugen und ja, das Wetter ist wunderbar, das knockt mich so aus, ich weiß nicht. Also heute drimmelt mir die Hirse, obwohl ich schon eine Tablette genommen habe, irgendwie tut er trotzdem noch weh. Ja, keine Ahnung, also ich denke mal, das liegt am Wetter. Ja, wenn man so von 20 auf 9 Grad geht, dann ist das schon ein Unterschied. Dementsprechend bin ich ja sowieso wetterfühlig, also ich leide immer irgendwie. Und vor allem jetzt am Wochenende soll dann um die 6 Grad werden und dann ab nächste Woche 20 wieder. Das knockt mich dann immer etwas aus. Ja, ich habe jetzt Essen gemacht, es gibt Nudelauflauf und beziehungsweise Thunfischauflauf und Schande über mein Haupt, ich habe vergessen mitzufilmen. Aber das gibt es ja nochmal irgendwann bei uns und dann werde ich auf jeden Fall mitfilmen. Aber ja, ich habe das irgendwie in meiner Routine da, die man da so hatte, vergessen. Jetzt gerade fing es an zu nieseln. Mal gucken, was heute noch so wird, ne? Ich hoffe, der Kopfschmerz geht schnell weg. Aber da sitzt man ja leider nicht drin. Genau. Ich sag mal, bis später. So, da bin ich wieder. Wir haben jetzt kurz vor 6. Und ja, nach dem Essen haben wir hier noch ein bisschen ruhig gemacht. Einen auf ruhigen, gechillt. Und ja, dann habe ich die Wohnung aufgeräumt, durchgesaugt, Spülmaschine eingeräumt. Und jetzt haben wir spontanen Übernachtungsbesuch. Mein Neffe ist da und ja, so ist das. Jetzt habe ich 3 Kinder hier plus mein Mann, also 4. Wie gut, dass er jetzt nicht hört. Und ja, mal gucken, was wir jetzt noch gleich so machen. Genau, das wollte ich mal hier gesagt haben. Haare sind zusammengeschnürt. Muss auch mal sein, ne? Denke ich mir. Abends 18:30 Uhr, wenn ich den Udo sehe, gefühlt minus 25 Grad erfriert. Alte Mimi, die Kinder spielen Fußball. Au, ich wurde abgetroffen. Wir gehen jetzt doch schön spazieren. Drümmtischfahrt. Genau. Und ja, mal gucken, was wir hier noch so sehen und finden. Der Osterhase beim Fit machen für nächstes Wochenende. Ja.
Hier wird gequatscht und geredet. Hui, das ist so ein Junges. Und da nimm noch eins. Da nimm noch eins. Ach ja, guck mal. Da. Ach, wie süß. Upsala. Ja, er möchte groß rauskommen. Der hat die Kamera gesehen und kam jetzt direkt angeflogen. Oh, jetzt hat er gemerkt, ich bin nicht vom Fernseher. Ist er abgehauen. Guckt euch den süßen Fellball mal an. Schön, mein Rotkehlchen ist ja zurzeit nicht da. Guten Morgen, erschreckt euch nicht, ich bin nicht wirklich. Wir haben heute Samstag, den 13. morgens um 7 Uhr. Ich bin aber schon seit 5 auf. Kurz nach 5 auf. Da stand mein Sohn am Bett, der hat sich so gefreut und findet er toll, dass jemand bei uns schläft und alles, dass, ja, dass er nicht mehr schlafen konnte und es war wohl ein komisches Gefühl. Also konnte er nicht mehr schlafen. Wir runter. Kurz danach stand mein Neffe auch da. Ich denke, wunderbar. Ja, dann haben wir uns doch weit auf das Sofa gesetzt, gelegt. Wie auch immer. Ich kann aber bei sowas dann nicht mehr schlafen, wenn ich weiß, die sind wach. Und wird Zeit, dass ich mal meinen Pulli heute in die Wäsche gebe. Zahnpasta hängt da dran. Wunderbar. Ja, und dann haben wir hier gesessen, ich so nickend auf dem Sofa. Ja, die sind fit und ich hänge in der Uhr. Man merkt, ich werde immer älter. Wir haben, ich glaube, 0 Grad oder so. Auf jeden Fall ist es kalt, was hier so reinzieht. Ja, mal gucken, wie der Wetter heute so wird. Es soll ja heute und morgen noch kalt sein oder Montag dann. Berg aufgehen, wieder 14 Grad und Richtung Ostern 20 Grad, da freue ich mich schon drauf. Das brauchen wir hier auch. Also das Kalte, das ist jetzt überhaupt nicht mehr meins. Zumindest jetzt erstmal nicht. Genau, ein Vorteil, wenn man früh wach ist, man hat die Haare schon gewaschen, man ist schon soweit ready. Aber, Halleluja. Ich glaube, Steffi braucht heute Mittagsschläfchen. Nee, soweit war alles gut. Ich habe mir schlimmer vorgestellt und von daher alles easy. Genau. Ich werde heute Wäsche waschen und ja, mal gucken, wie das wo, warum so alles abläuft. Wir haben übrigens minus 0 Grad. So sieht das aus hier. Die Schildkröten haben 17 Grad und sind noch verkrochen. Genau. Ja, mal gucken, was der Tag Schönes bringt. Wir werden jetzt gleich erstmal frühstücken. Guckt mal, wir haben Sonnenschein. Schön, ne? Ich freue mich. So, ich werde jetzt erstmal die Tiere hier versorgen. Meine Stinker. Gucken, wo die sind. Und da hinten die Stinker. Ja, wir kriegen jetzt alle frisch Wasser und Futter. So wie es sich gehört. Da sonnt sich der Paula. Guck mal hier, mein Junge. Zack. Kannst du mal. Warte. Musst du mal einmal die Gießkanne hier holen. Um zu gießen. Ja, du wirst jetzt nass. Das ist nicht dramatisch, mein Junge. Ich werde auch nass, weil das oben vom Deckel tropft. Da, der lurt schon. Alter Junge, der hat sich gut gemacht. Und Lisi, die kommt halt immer ein bisschen später raus. Da bin ich wieder. Mittlerweile haben wir 20 nach 2.
sind ein paar Stunden vergangen. Wann habe ich denn angefangen und wo habe ich aufgehört? Genau. Ja, unser Schlafbesuch ist heute Morgen um 9:30 abgeholt worden. Das hat super geklappt. Bis auf das Frühaufstehen, ja gut, hat man schon mal, ne? Aber so, das hat alles wunderbar funktioniert. Dafür, dass wir das erste Mal gemacht haben, ist das super gewesen. Kann ich mich nicht beschweren. Ja, dann sind wir hingegangen, da habe ich ja angefangen zu waschen. Und dann war eben mein Neffe weg. Und dann sind wir hingegangen, haben uns fertig gemacht, angezogen und sind in ein Gartencenter gefahren. Ja, da sind wir auch wieder eine Dreiviertelstunde hingedüst. Ich mag sowas ja. Ich könnte stundenlang mit Udo Auto fahren oder eben mit allen, ne? Aber da habe ich kein Problem mit. Ja, und dann waren wir im Gartencenter, weil wir haben noch eine Ecke im Garten, wo wir überhaupt noch nicht wissen, wie die aussehen soll. Ich habe Ideen im Kopf, der Udo hat Ideen im Kopf, aber wir haben dann noch so noch keinen Mittelweg, kein Ziel gefunden. Ja, und dann waren wir jetzt da mal gucken und das Schlimme ist, wenn du kannst 10 Gartencenter haben. Du hast immer irgendwas, wo du sagst, boah geil, das hättest du gerne. Boah, das hättest du aber auch gerne. Ja, da hast du aber den Garten nicht für oder dieses, ja, das passt halt alles nicht zusammen. Also, ja, so ungefähr, hier hast du die Tropen, da hast du die Kanaren und da hast du die Wüste, so ungefähr. Ja, da wissen wir noch nicht so ganz, wie es aussehen soll. Aber ich finde das einfach mal schön, mal rauszukommen, mal was anderes zu sehen. Wir haben noch nichts gekauft, einfach nur geguckt und ja. Dann sind wir am Rückweg noch bei, Achtung, Thomas Philips gewesen. Das Video dazu habt ihr bestimmt gesehen. Ganz dezent ausgeartet, wir brauchten nur einen Teil. Aber habt ihr ja dann schon gesehen, ja, und am Rückweg, beziehungsweise, was heißt am Rückweg? Wir machen heute heißen Stein heute Abend, dann sage ich zum Udo, ich sage mal, wenn wir jetzt gleich nach Hause fahren, ich sage, soll ich dann schon alles fertig machen? Nee, weil er will noch was arbeiten, er ist hinten in der Hütte da dran und da sagt er, weißt du was, wir fahren hier eben eine Pommesbude, aber so ein, ja, so ein Anhänger, ne, der Pommes verkauft hat. Ja, und dann hat er dann für die Kinder Pommes geholt. Wir haben dann die Reste gefuttert und dann kann ich jetzt hier noch weiter waschen, alles aufhängen, aufräumen, also die Einkäufe hier wegräumen und das dann gleich alles in Ruhe fertig machen. Ja, Wetter ist wunderschön, als wir weg waren. Muss es wohl hier ordentlich geschüttet haben. Und jetzt ist wieder... Ach, das sind die Blüten. Ich dachte, es schneit. Ich habe jetzt echt gedacht, es schneit. Aber dem ist nicht so, Gott sei Dank. Es schneit! Es schneit? Das ist ja. Schneit das wirklich? Das schneit! Ich habe euch gerade noch erzählt, das sind die Blüten hinten von dem Kirschbaum. Das schneit! Ich will keinen Schnee. Wie viel Grad haben wir? Wir haben 8 Grad, das schneit doch nicht. Doch. Das sind doch die Blüten. Das kommt von hier vorne sogar runter. Ey Leute, das schneit. Bei 8 Grad? Weil das ist auch hier vorne und da steht ja nichts. Es sind zwar nur 3-4 Flocken, aber... Ja, das ist das, wenn man hier prollt, man hat eine schöne Sonne, ne? Ja, ja, da kommt Frau Holle und schüttelt ihre Kissen aus. Ja, so ist das. Nicht hier drin machen, Lenny. Mach da draußen eine Fenster. Ja, aber... Nee, 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 nee. Dann warte, dann gucke ich, wo ich gleich was für euch habe. Die haben draußen an der Hütte die Fenster geputzt. Und jetzt wollten sie hier drinnen das auch machen. Ja, jetzt sind zwar nur Flocken. Ich kann das irgendwie immer noch nicht glauben, aber hier vorne fliegt das auch. Keine Ahnung, ich werde mich gleich selbst davon überzeugen. Ja, wie gesagt, jetzt werde ich hier noch die letzte, vorletzte Maschine einwerfen und dann mal gucken, was wohin mich dann alles führt hier. Ja, das ist mein Körbchen, was ich aufhängen muss. Da hängt schon etwas. Ja, und da hinten steht auch schon mein Korb, den ich fleißig am Aufhängen bin. Das wollte ich aber euch gar nicht zeigen. Ich wollte euch zeigen, guckt mal die schönen Blüten an. Dieses Ästchen hat der Udo mir doch gestern beim Spaziergang geschenkt.
Die hat irgendjemand runtergerissen gehabt und ich fand die schön, da hat er die mitgenommen. Ja, steht jetzt ganz spektakulär in einem Glas. Mal gucken, ob die auch noch aufgehen oder ob die direkt vertrocknen. Wir warten's ab. Ich will das nicht. Ich möchte das nicht. Da ist mein Schneemann. So, fertig ist der Tisch hier deckt. Und wir können gleich loslegen, wenn der Papa hier einmal reinkommt. Aber der steht ja noch draußen im Schnee. Das sieht aus, als wenn ich hier keine Haare habe, ne? Lustig. Naja, boah, hab ich Augenringe. Halleluja. Kommen die denn her? Ja, man merkt, ich bin nicht mehr die Jüngste. Ich schaff das nicht mehr mit wenig Schlaf lange aufzubleiben. Genau. Ja, nach dem Abendbrot waren wir noch einmal in einen Baumarkt gefahren und weil Udo da jemand vergessen hatte. Ja, und jetzt ist der im Keller und ich sitze mit den Kindern hier oben. Wir gucken Fernsehen und da dachte ich, da sagst du den Leuten nochmal einen schönen Abend. Wenn jetzt noch in der Hütte Licht sein sollte, dann gehen wir da einmal rein. Wenn nicht, dann zeige ich euch da morgen. In der Hütte ist, glaube ich, kein Licht mehr an. Aber hier unser Leuchtturm und unsere Gartenbeleuchtung. Genau, die ist noch an. Schildkröten schlafen. Die sind weg. Jetzt muss ich gucken. Vogelhäuschen leuchtet auch. Falls die Vögel nachts nochmal Hunger haben. Aber wir gucken mal, ob... Ach, Udo hat wieder alles reingestellt. Ja, kann man erkennen, ne? Hier ist die Rinde, da haben die Vögel Sand. Joa, da sitzen die beiden. Ja, ne? Erzählt sie schön, ne, Elvis? Genau. Genau. Ja, lassen wir die beiden mal schlafen. Aber wir gehen morgen früh auf jeden Fall nochmal hier rein. Das ist das Bäumchen, da habe ich mich richtig drüber gefreut. Ja, so sieht unser Garten aus. Und ja, ich sag da mal bis morgen. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben heute Sonntag, den 14. Wir haben jetzt, glaube ich, 9:30 und die Sonne kommt etwas raus. Aber das ist kalt. Genau. Das ist eisig. Die Schildis sind auch draußen da und da. Die kriegen jetzt auch noch was. Und ja, ich denke mal, wir werden wieder eine Runde fahren. Mal gucken, wo es uns hintreibt. Und ja, da, mein Apfel. Der blüht. Ich liebe Pink, das wisst ihr, ne? Pink und so weiß und ach, schön. Ja. Wir sind irgendwo im Nirgendwo. Irgendwo in Holland, ne? Auf dem Weg in ein Gartencenter. Wie soll es anders sein in letzter Zeit? Aber ich liebe das. Und der Udo mag das auch, ne? Er nickt. Oh, Blitzer. Aber wir fahren ja anständig. Genau. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir hier auf einer Autobahn sind. Das ist so nicht wie bei uns in Deutschland mit Leitplanken und weiß ich nicht. Hier ist einfach wie so eine Landstraße. So, da bin ich wieder. Wir haben fast 17 Uhr
Und die Sonne scheint, das ist richtig schön. Ja, ich glaube, wir waren um 3:30 wieder zu Hause gewesen. Aber das 3:30? Ich meine wohl. Ja, wir waren in Holland. In dem Gartencenter waren wir einmal gewesen. Da ist eine Fahrt für uns 1,5 Stunden entfernt. Eigentlich bescheuert, ne? Aber das ist wirklich schön. Da sind zwei nebeneinander und wir hatten beim letzten Mal nur eins besucht. Und jetzt waren wir mal in beiden drin. Das war brechend voll, klar, bei dem Wetter, ne? Die Deutschen sind schlimm. Und es war richtig schön gewesen. Wir haben auch ein paar Blümchen mitgenommen, die zeige ich euch gleich. Die Kinder konnten da toben und die haben auch, da war jemand, der so Luftballons geknotet hat und alles. Das war richtig schön gewesen. Die Luftballons zeige ich euch auch, genau. Und ja, wir haben einfach nur mal geguckt und ich habe endlich mal das gesehen, wie ich mir das im Kopf vorgestellt habe. Ich mag ja sowas wie Bachläufe, Wasserdinger da. Und ich habe immer zum Udo gesagt, ich stelle mir das irgendwie so vor, dass so ein Bachlauf ist und dann geht das über so ein Bächlein in den Teich rein. Ja, wie das ist. Und heute habe ich es gesehen und Udo hat sich das angeguckt. Ja, wie sollen wir das denn bauen? Ich sage, das kriegst du schon hin. Ja, müssen wir setzen uns erst mal hin und zeichnen unseren Garten auf und dann wird erst mal geguckt, was wie wo, ob das überhaupt geht oder eben nicht. Ja, wie der überhaupt werden soll, der Garten, weil der ist ja noch nicht komplett fertig, aber wir lassen uns überraschen, was so die nächsten Monate, Jahre, wie auch immer, verändert wird. Ja, und der eine Gartencenter hat Hühner. Da muss ich ehrlich sagen, da muss ich schlucken, etwas schön zu sehen, aber da kommen natürlich Erinnerungen hoch, ne? Ja, aber egal, mein Hühnern geht es gut und das ist die Hauptsache. Aber es war schon schwer. Naja, viele schöne Sachen und auch unterschiedlich teuer, wie das dann nur so ist. Aber ich werde jetzt anfangen, meine Blümchen einzupflanzen. Ich zeige die euch einmal und ja, dann werde ich die Blumen einpflanzen. Schön, ne? Genau. Die gute Dame ist hingegangen und hat dem Lenny ein Laserschwert gebastelt. Ist das nicht genial? Also, ja, richtig schön. Zwei Luftballons in einem und ja, sieht genial aus. Und die Emma hat auch noch einen gekriegt, aber die holt das noch. So, und das ist Emmas schöner Ballon. Wie soll das anders sein? Da ist eine Anna drauf und das hat sie so als Arm Dingen gestrickt, geknüpft, gekriegt. War richtig süß. Da freut die Emma sich und rennt die ganze Zeit damit rum. Einmal haben wir hier Kopfsalat, rote und weiße Kohlrabi. Dann Gurke und Zucchini. Das sind meine Zierpflanzen, Nelken und, ja, wie heißen sie denn jetzt? Sie sind schön. Die sollen hängen. Wie heißen die denn nochmal, Udo? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ja. Hängegeranien, genau. Und hier haben wir auch noch ein paar schöne Accessoires. Sieht das nicht schön aus? Ja, ich wollte mich eigentlich nur verabschieden. Ich habe die Blumen jetzt eingepflanzt, die stehen aber noch hinten. Und da zeige ich euch, wenn alles schön hier fertig gemacht ist. Deswegen zeige ich euch den schönen Vorgarten, genau. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.